Auf der L11 in der Nähe von Bützow hat sich am 17. August gegen 11.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zugetragen. Ein 22-jähriger Fahrer kam in seinem Skoda aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Der Wagen raste auf dem Grünstreifen frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Beim Eintreffen der Ersthelfer war der Fahrer nicht mehr ansprechbar. Als die ersten Rettungskräfte ankamen, hatte er bereits keine Vitalfunktion. Deshalb musste eine Crashrettung vorgenommen werden. Crashrettung heißt, sagt der Name eigentlich schon, muss relativ schnell gehen, um den Patienten so schnell wie möglich dann auch in den RTW zu bekommen. Gegebenenfalls unter Inkaufnahme auch, dass wir vielleicht das eine oder andere nicht ganz so schonend behandeln. Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und Polizei eilten zur Unfallstelle. Die Befreiung des Fahrers erfolgte mit schwerem Gerät. Dabei wurde ein Teil des Autodaches entfernt. Der junge Mann konnte wegen der Schwere seiner Verletzungen nicht mit dem Hubschrauber transportiert werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in den Schockraum der Universitätsklinik Rostock. Der Verkehr auf der L11 wurde durch die Polizei mehrere Stunden gesperrt. Derzeit untersucht die Polizei noch, was zu diesem Unfall geführt hat. Dabei wird auch das Mobiltelefon des Verletzten untersucht.